Als Abschluss an der Südseite erscheint die beeindruckende Kapelle La Bordadita, die im Jahr 1653 eingeweiht wurde. Die Kapelle entstand mit dem Kloster zusammen. Der Bau begann zu Lebzeiten des Fray Cristobal de Torres, wurde aber erst nach seinem Tod fertiggestellt. Sie überragt mit ihrer Höhe über den Rest, ist aber ein integrierter Bestandteil der Klosteranlage. Bei der Kapelle handelt es sich um einen großen, geschlossenen Raum mit einem Satteldach aus Schlammdachziegeln. Der architektonische Haupteinfluss ist der neokoloniale Stil mit einigen architektonischen besonderen Einflüssen aus dem ursprünglichen Design des Klosters und der schönen ursprünglichen Klostersteinfassade. Die Kapelle ist eines der architektonischen am besten erhaltenen Gebäude aus dem 17. Jahrhundert. Der Name Bordadita entstammt aus dem 18. Jahrhundert, als man anfing, ein Abbild La Bordadita zu nennen. Dieses Bild findet man im Bereich der Altarmitte. Durch das Haupttor an der 6. Allee kann man direkt in das Kirchenschiff und den Glockenturm der Kapelle gelangen. Es ist der einzige Teil des Collegio Maggiore, der aus Steinquadern gebaut wurde, was der Kapelle einen so monumentalen Charakter gibt. Die Fassade wurde Mitte des 17. Jahrhunderts für die Gründung des Kollegiums errichtet. Auch die Kapelle hat ihre ursprüngliche Form behalten, trotz einigen Restaurationen. So wurde der Glockenturm zum Beispiel nach dem Erdbeben von 1784 im Jahr 1953 wieder aufgebaut.